Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, meine Damen, meine Herren. Ich grüße euch von Herzen hier aus meinem Arbeitszimmer in Mondsee. Mein Name ist Christoph Fasching und ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, heute euch ein paar Impulse zu geben in Bezug auf Spiritualität und Bewusstsein. Ein herzliches Dankeschön an die Initiatoren, die dieses wunderbare Projekt Aufbruch in Deutschland entsprechend ins Leben gerufen haben. Und ich weiß, dass ganz viele kreative Köpfe und wundervolle Menschen mitgewirkt haben, um das zu ermöglichen, dass ihr heute zusammengekommen seid und dass ich heute via Videobotschaft zu euch sprechen darf. Vielleicht möchte ich auch noch einen großen Dank ansprechen, dass ihr überhaupt alle hier seid. Dann ist es leider Gottes alles andere als selbstverständlich, dass so wundervolle Menschen sich bereit erklären, zu dem Kongress zu kommen, um aktiv zu arbeiten, dass diese unsere Welt eine andere werden kann, weil das ist unser aller ja ein Herzensbedürfnis, um das zu erreichen. Um über dieses Projekt generell zu sprechen vorweg, bevor wir in das Thema Spiritualität einsteigen, ist es mir ein wichtiges Anliegen, euch zu sagen, dass es nämlich euch daran zu erinnern, dass es ein übergeordnetes Ziel gibt. Und das übergeordnete Ziel ist der Aufbau alternativer Strukturen in unserer Gesellschaft. Unsere liebe Gesellschaft ist heute geprägt von Weltkonzernen, Politikern, die entsprechend auf ihre Macht konzentriert sind. Alle streben nach dem sogenannten Ersatzgott Geld und wirklich eine lebenswerte Alternative gilt es hier zu finden, die wiederum auch unserer Natur natürlich zugutekommt, dem Planeten, unserer Lebensgrundlage, in die wir eingebunden sind, um eine grundlegende Neuausrichtung unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Es ist mir ein großes Anliegen zu sagen, dass wir zwar als fortschrittliche Gesellschaft wie uns selbst bezeichnen, doch das mag auf gewisse Technisierungen da und dort zutreffen, wobei auch unsere Technik teilweise schon sehr, sehr alt ist und die wirklich guten Entwicklungen in Schubladen unter Patenten verschlossen bleiben. Aber die eigentliche Geschichte, die mich sehr am Herzen schmerzt, ist, dass unsere Welt, die Menschheit als Gesamtes, sich im Bewusstsein der letzten Zeit nur sehr langsam entwickelt hat. Alle haben gehofft, dass das deutlich schneller gehen wird, doch die Programme in uns, die das verhindert haben, sind scheinbar noch zu mächtig. Und das Entscheidende dieses Projekts, damit wir hier Fortschritte machen können, ist eine alternative Struktur, wie die Regionen, jede einzelne Region, wo ihr herkommt, eine gewisse Autonomie erreichen kann. Denn erst wenn eine gewisse Anzahl von Regionen imstande ist, sich mit allem, was die Menschen in der Region brauchen, selbst zu versorgen. Und das nicht nur in einer Region, wäre schön, wenn eine das komplett schon schafft, aber wenn das an möglichst vielen Regionen beginnt, dann schaffen wir hier einen Flächenbrand, dass das sich über die ganze Welt ausdehnt und die ganze Welt diesen Beispielen folgen kann. Somit ist das große Ziel, diese Autonomie in allen Bereichen möglichst schnell zu erreichen. Mein Thema heute soll aber die Spiritualität und das Bewusstsein sein, darum möchte ich jetzt darauf zurückkommen und vielleicht einmal darauf eingehen, was bedeutet es denn überhaupt, gelebte Spiritualität entsprechend im Alltag zu integrieren. Letztlich haben wir das Grundbedürfnis in unserer Materienwelt, wo wir leben, hier ein gutes Auskommen zu haben. Wir haben aber nur in unserem Fokus das entsprechend drinnen, was wir sehen und angreifen können. Das bezeichnen wir als existent. In Wahrheit ist das aber alles nur eine Projektion unseres Bewusstseins. Und wir vergessen dabei, dass die feinstoffliche Ebene hier eine massive, große Rolle spielt. Und erst wenn wir beginnen, das Feinstoffliche, das Geistige, in unser Leben in allen Bereichen voll und ganz zu integrieren, erst dann werden wir so weit kommen und das Leben als Ganzes zu begreifen. Das heißt nichts anderes, es gibt in der feinstofflichen Ebene Energiefelder, Energien, Wesenheiten, die eben feinstofflich sind, die wir, die meisten von uns zumindest, nicht sehen können, nicht angreifen können, sich nicht mit ihnen unterhalten können, wobei ich dazu sagen muss, die wenigsten haben es ja wohl auch erst noch gar nicht probiert. Das heißt also, die Integration von all dem, was um uns herum auch noch ist und wir vielleicht nicht sofort wahrnehmen können, das ist das Ziel des Spirituellen.
Es geht hier nicht um irgendwelche benebelten Menschen in Jesus-Pantoffeln, benebelt von Räucherstäbchen zu verwirklichen. Nein, das ist ganz und gar nicht das Bild, das wir hier verkörpern möchten, sondern es geht darum, gelebte Spiritualität in allen Bereichen auszuüben. Ich will ein paar Beispiele nennen. Landwirtschaft zum Beispiel. Ich weiß, das ist unter anderem ein Thema für heute, darum möchte ich hier intensiv darauf eingehen. Energiefelder gibt es überall. Und es gibt überall Wesenheiten, die wir nicht sehen können. Es gibt die sogenannten Naturwesen, die immer und überall vorhanden sind. Wir haben sie aus unseren Lebensbereichen. Wenn ich beim Fenster rausschaue, sehe ich nur Häuser, Straßen und Betonklötze. Wir haben sie vertrieben. Wir haben dadurch die Schwingung in unseren Bereichen, wo wir leben, deutlich reduziert. Im landwirtschaftlichen Bereich haben wir das Glück, in der Natur zu sein. Wobei, genau hingeschaut, sehr viel Natur ist da meistens nicht übrig geblieben. Überall haben wir massiv eingegriffen und auch dort die Lebensbereiche unserer lieben Begleiter aus dem geistigen Naturwesenbereich vertrieben. Man hat in diesem Bereich sehr viele Möglichkeiten, weil die Pflanzen, die wir kultivieren möchten, wir möchten, dass sie schnell wachsen. Wir möchten, dass sie hohe Erträge bringen. Wir greifen entsprechend mit sehr viel Pestiziden und künstlichen Düngemitteln ein, um das zu erreichen. Schädigen dadurch aber wiederum unsere Böden und letztlich auch werden viele dieser Substanzen in die Nahrungsmittel aufgenommen und wir unseren Körpern zugeführt, was uns wiederum schadet. Wenn wir aber diese Ziele verfolgen mit hohen Erträgen in höchster Qualität, dann ist es wichtig, dass wir eben genau diese Wesenheiten, die großen Einfluss haben auf all das, was auf unseren Feldern wächst, mit einbeziehen, indem wir auf sie Rücksicht nehmen und ihren Lebensbereich respektieren und den Devas, sprich den Engeln der Region, in der Natur, auch ganz klar zu ihnen sprechen und auch ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Wenn wir das beherzigen, dann ist unglaublich vieles möglich. Ich kenne Menschen, die das bereits betreiben in ihren privaten Bereichen und Erträge erwirtschaften, die ein Bauer nur träumen kann davon. Ganz ohne Düngemittel, ganz ohne irgendwelche sonstigen chemischen Substanzen. Auch das Thema Schädlinge ist ein Riesenbereich, wo sehr viel gemacht wird, um Schädlinge zu bekämpfen. Nur das Hauptthema ist ja, wir kämpfen gegen die Natur. Und das Spiegelgesetz sagt klar, so wie wir im Inneren denken und handeln, so wird sich auch die Natur uns gegenüber verhalten. Indem wir die Natur vertreiben, die natürlichen Lebewesen ihren Platz in der Natur nehmen, werden sie logischerweise auch das Gleiche mit uns tun. Somit entwickeln sich Plagen, Schädlinge, die unsere Ernten entsprechend in Frage stellen oder vielleicht sogar zum Gesamtausfall bringen, wenn es darauf ankommt. Ich nehme nur ein kleines Beispiel aus dem Leben der Schnecken her, die ja für viele Gärtner ein echtes Problem darstellen. Nur man kann mit diesen Wesenheiten eine Vereinbarung treffen. Man kann sagen, das ist unseres, das brauchen wir Menschen für uns, aber wir richten für euch Futterplätze ein, wo entsprechend auch ihr all das bekommt, auch von unseren Leckerbissen einen gewissen kleinen Anteil haben könnt, indem man diese Vereinbarung trifft. Die Naturwesen bittet hier zu unterstützen, dass die Schnecken sich auch daran halten. Das funktioniert nicht nur einmal, sondern ganz oft schon. Ich weiß von einer Bäuerin aus dem Südburgenland, glaube ich, ist die zu Hause. Diese Frau ist faszinierend, denn sie arbeitet intensiv mit einer Zwergenfamilie zusammen. Sie hat in ihrem Bereich, in ihres Hofes, noch gar nicht unbeträchtliche Fläche, die völlig ungenutzt ist. Sie lässt sie komplett verwildern. Da geht sie nicht hinein, da wird nicht gemäht, da wird nichts gepflanzt, gar nichts. Sie lässt es einfach so naturbelassen, wie es ist. Der Hintergrund ist, dort läuft auch ein Bach vorbei, da gibt es zwei Zwergenfamilien und so weiter. Und die im Gegenzug, dass sie diesen Lebensraum aufrechterhält, unterstützen sie bei der Zucht, Aufzucht ihrer Pflanzen, die sie für sich und ihre Landwirtschaft entsprechend gerne hier ernten möchte. Sie braucht keine Düngemittel, sie braucht keine Schädlingsbekämpfungsmittel, sie hat Erträge wie niemand sonst in der Region. Das ist ein faszinierender Beweis, was alles möglich ist, wenn man sich mit den Naturwesen arrangiert. Ein Miteinander anstatt einem Gegeneinander. Das ist gelebte Spiritualität in diesem einen Bereich.
Es mag jetzt sein, dass mancher sich fragt oder sagt, naja, ich kann das ja nicht, mit diesen Wesenheiten zu kommunizieren. Da bitte gestattet mir, eine Gegenfrage zu stellen. Habt ihr denn es jemals probiert? Habt ihr euch die Zeit genommen, euch mitten hingesetzt und die Wesenheiten eingeladen und es immer wieder versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten? Auch wenn man sie nicht sehen kann, sind sie da. Und auch wenn wir sie nicht hören, vielleicht nicht hören können, sie hören uns. Sie sind da und sie warten nur darauf, dass wir wieder ein Miteinander mit ihnen führen. Darum geht es auch in anderen Bereichen. Beispiel die Forstwirtschaft. Ich lebe hier in dem wunderschönen Salzkammergut. Hier gibt es wunderschöne Berge, Wälder, Wiesen und noch mehr Seen. Und ich bin ein begeisterter Mountainbiker und auf gewissen Wegen darf ich mich in der Natur bewegen. Und erst einmal im Herbst, an einem schon etwas nebligen Tag, wollte ich unbedingt noch raus in die Natur. Nach einiger Zeit Fahrzeit war ich schon etwas müde und habe eine Bank gefunden, die so in dem Nebel im Wald lag. Und dort habe ich mich niedergelassen, um etwas zu rasten. Ich spürte aber sehr schnell, dass ich dort nicht alleine bin. Ich war zwar keine Menschen, doch keine Tiere in Sicht, aber ich habe gespürt, dass Wesen mich umgeben, die einfach neugierig waren, was ich hier tue. Ich habe dann mich an diese Wesen gewandt und habe sie eingeladen, bei mir zu sein, habe ihnen gesagt, dass ich sie nicht sehen, aber fühlen kann. Und ich habe dann sie gebeten, zu mir zu sprechen. Und ich habe diese Gabe schon entwickelt, ich kann mit diesen Wesenheiten in Kontakt treten. Und gemeldet hat sich der zuständige Waldgeist, der für diese Region verantwortlich ist, mit einer ganzen Liste von Bitten, fast flehenden Bitten an mich, was ich nicht gerne den Menschen, die hier den Wald bewirtschaften, was ich denen nicht sagen soll. Und das hat mich so im Herzen berührt, was die alles möchten und was sie alles für Probleme haben mit uns. Sie sagen aber auch gerne, dass sie bereit sind, gerne diese Forstwirtschaft aufrechtzuerhalten. Doch wir sollen doch auf ihren Lebensraum Rücksicht nehmen, wenn wir hier die Bäume entsprechend für unsere Zwecke nutzen. Aber auch hier ein wesentlicher Bereich für Spiritualität in der Forstwirtschaft. Wenn wir einen Baum, der ein Lebewesen darstellt, fällen wollen, für uns nutzen wollen, ist es von größter Wichtigkeit, den darüber in Kenntnis zu setzen. Das feinstoffliche Wesen, die Seele des Baumes entsprechend zu fragen und dir zu sagen, lieber Baum, wir bräuchten dein Holz. Bist du bereit, uns dieses zur Verfügung zu stellen? Und dann wird uns entsprechend die jeweiligen Seelen oder die übergeordneten Waldgeister uns auch helfen, hier eine Vereinbarung zu treffen, die für alle Bewohner dieses Waldes in Ordnung ist und auch für uns Menschen, weil sie wollen nicht gegen uns arbeiten, sie wollen mit uns arbeiten. Und wenn wir das beherzigen, wird auch hier ein Miteinander möglich, das uns allen große Freude bereitet. Wir sollten natürlich auch dann Wälder berücksichtigen, die wir völlig verwildern lassen, wo wir einen Mischwald entstehen lassen, wo sich alles, ob das jetzt bodennahe Hölzer oder große Bäume sind, einfach Bereiche, die wir nicht betreten. Es ist ungefähr so, das ist das Wohnzimmer von den Naturwesen. Und wenn wir das beherzigen, dann werden die uns entsprechend auch davor schützen, dass irgendwelche Schädlinge die Wälder angreifen und dafür sorgen, dass die Bäume, die wir für uns entsprechend nutzen wollen, dann in entsprechend guter Qualität vorhanden sind. Und auch das Holz, wenn das von der Seele des Baumes für unsere Verwendung freigegeben ist, bleibt die hohe Schwingung des Holzes erhalten. Tun wir das nicht und fällen ihn einfach nur so, geht der Schmerz hinein in das Holz. Und das macht in der Schwingung einen massiven Unterschied. Spiritualität ist aber auch etwas, das unsere Gesundheit betrifft. Indem wir uns rückverbinden in unserer Seele und anerkennen, dass alle Krankheiten eine Art Hilferuf der Seele sind. Wir bestehen immer als Körper, Geist und Seele. Dieses dreiteilige Wesen, nur gerade diesen Seelenanteil, den haben viele aus ihrem Leben komplett verbannt und sich vollständig zurückgezogen. Unsere Seele drückt sich aber über den Körper aus. Sie spricht über unseren Körper. Und wenn der Körper gesund ist, dann ist auch die Seele zufrieden. Wenn der Körper aber erkrankt, dann hat die Seele eine Absicht dahinter. Die Absicht ist, uns Menschen, unseren irdischen Anteil, darauf hinzuweisen, dass der Weg, den wir gerade beschritten haben, nicht der des Herzens ist, nicht der unseres Seelenplanes ist und nicht der,
der uns in unsere Göttlichkeit zurückführt. Viele werden jetzt vielleicht fragen, naja, woher weiß ich denn, was meine Seele will? Auch hier wieder die Gegenfrage, hast du es jemals versucht herauszufinden? Hast du sie je gefragt, was deine Seele will? Die meisten werden die Frage mit, naja, habe ich doch nicht gemacht, beantworten. Somit ist es wichtig, uns auf diesen Seelenanteil auch zu konzentrieren, immer wieder und laufend. Ich pflege zu meiner Seele einen sehr innigen Kontakt. Tagtäglich bin ich mit ihr in Kontakt und spreche zu ihr. Und ich bekomme auch von ihr entsprechend viele Informationen. Ob das jetzt über Bilder, Gedanken, Gefühle oder auch in Form von Worten meiner inneren Stimme sind. Die Informationen sind da. Wir müssen nur die Zeit und die Muße nehmen, darauf zu hören. Darauf will ich euch entsprechend hinweisen, dass ihr das nicht nur für euch nutzt, sondern gebt es an alle Menschen weiter. Und ganz besonders an die Kinder. Denn die Kinder werden durch Schule und das ganze Umfeld, in dem sie aufwachsen, leider Gottes ihrer Spiritualität beraubt. Sie werden in das Schulsystem gezwängt, müssen dort viele Stunden ruhig sitzen, jede Menge Stoff mitschreiben und auswendig lernen. Allerdings, die Kinder wehren sich dagegen. Wie viele rebellieren gegen dieses System? Wie viele möchten gerne ausbrechen aus dieser besonderen Form des Lernens, die ihnen überhaupt gar nichts bringt? Das Lernen, das Grundprinzip des Lernens ist aufgebaut auf Versuch und Irrtum. Indem die Kinder in diese Lage versetzt werden, dass sie alles, was sie lernen sollen, nicht nur einfach zu hören oder vielleicht zu lesen, sondern dass sie es erfahren können. Durch dieses Erfahren wird Bewusstsein gebildet. Vergleich es auch gerne mit dem Beispiel der Herdplatte. Wenn wir den Kindern sagen, greif nicht auf die heiße Herdplatte, du verbrennst dir die Finger. Ja, was tun die Kinder? Sie probieren es aus. Erst wenn sie die Brandblase im Finger haben, wissen sie, aha, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn etwas zu heiß ist für mich. Und so ist es auch auf die Schule und auf das Lernen entsprechend umgelegt. Wir sollten projektbezogenen Kindern das näher bringen, was wir glauben zu wissen. Ihnen aber auch dazu sagen, dass das, wovon wir momentan überzeugt sind, dass es richtig ist, nicht zwangsläufig richtig sein muss. Denn gelebte Spiritualität, gelebte Bewusstseinsentwicklung heißt, immer offen zu sein für etwas Neues. Etwas, was uns noch über unsere bisherige Erfahrung hinausgeht. Ich selbst komme aus der Wirtschaft, habe über 20 Jahre im Automobilbereich gearbeitet und dort meine Karriere gemacht, bis ich eben lernen durfte, erfahren durfte, was es heißt, meine Spiritualität zu entwickeln. Und ich bin heute ein völlig anderer Mensch geworden. Ich bin heute glücklich, diese Arbeit machen zu dürfen, die mit meiner bisherigen Tätigkeit absolut gar nichts mehr gemein hat. Das heißt, unsere Veränderung ist ein natürlicher Prozess. Nur den können wir fördern. Und wir können uns helfen lassen. Und wer hilft uns am meisten? Die Kinder. Weil ihre Spiritualität ist noch nicht verloren gegangen. Die Kinder haben ganz andere Wahrnehmungen wie wir Erwachsenen. Sie sehen Naturwesen. Sie sehen Energiefelder. Sie spüren sehr viel mehr als wir. Und sie können nur oft nichts anfangen mit ihren Wahrnehmungen und glauben, irgendwie anders geartet zu sein. Somit halten sie damit eher sich zurück. Wir sollten sie aber ermutigen, dass sie ihre Wahrnehmung mit uns teilen. Dass wir mit ihnen über verschiedenste Dinge unseres Lebens sprechen, um herauszufinden, wie sehen unsere Kinder eigentlich das, was wir hier leben. Das ist für mich eine interessante Erfahrung gewesen, um mit den Kindern und deren Wahrnehmung zu experimentieren. Dadurch können wir uns laufend intensiv bereichern. Wenn wir sie allerdings nur in die Schule gehen lassen, um sie stur dieses System absolvieren lassen, dann ist das nichts anderes als eine Ausbildung, um möglichst bald in den Wirtschaftsprozess, in das Hamsterrad entsprechend einsteigen zu können. Die Kinder müssen aber einen ganz anderen Weg gehen, weil die Kinder sind unsere Hoffnungsträger für eine völlig veränderte Zukunft. Sie bringen völlig andere Ansichten mit und sie haben entsprechend ganz, ganz viele Möglichkeiten, von denen wir gar nicht wissen, dass sie vorhanden sind.
aber die Kinder tragen es in sich. Und wir sind gefordert, dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht einfach nur funktionieren, so wie sich die Gesellschaft sich das vorstellt. Die Kinder sollen nicht eingebettet werden in dieses klassische Wirtschaftskreislaufsystem, sondern sie sollen kreative Rebellen sein. Rebell im positiven Sinne, ohne zu zerstören, ohne einfach nur negativ aufzufallen, sondern die Rebellion im Sinne einer völlig neuen spirituellen Welt, wo die Materie und die spirituelle Ebene auf Augenhöhe sich treffen und hier zusammenwirken. Erst dann werden wir Menschen vollständig sein. Zur Entwicklung der Spiritualität und des Bewusstseins wird es ganz, ganz wichtig sein, in jeder Region oder Region ist wirklich als eine kleine Einheit zu sehen, das eine oder andere spirituelle Zentrum zu errichten. Wobei errichten meine ich nicht etwas neu zu bauen, sondern Bestehendes zu verwenden und umzugestalten, um ein spirituelles Zentrum, das mehr oder weniger ein Forschungszentrum ist, in dem neue spirituelle Möglichkeiten geprüft und gelehrt werden. Einfach wo Menschen zusammenkommen, um miteinander an Möglichkeiten zu forschen. Das ist das Ziel von spirituellen Zentren. Jedes Zentrum soll sich auf gewisse Lebensbereiche konzentrieren. So wie ich vorher gesagt, auf die Forstwirtschaft, auf die Landwirtschaft, auf die Bauwirtschaft und so weiter, auf die Kinder und wiederum unzählige andere Bereiche. Das heißt, viele Regionen wirken hier zusammen. Die Zentren in den Regionen haben jeweils andere Schwerpunkte und sind eng miteinander vernetzt, um hier einen Austausch des Wissens zum Wohle aller zu gewährleisten. Wissen ist nämlich Allgemeingut. Alles Wissen gehört allen. Und das ist das Widerspruch zu unserem alltäglichen Praxis in der Wirtschaft, wo eben gewisses Wissen unter Patentschutz gestellt wird, damit niemand etwas damit anfangen kann. Wir wollen hier eine völlige Umkehr erreichen, dass auch gewisse technische Lösungen, die durch unsere spirituellen Fähigkeiten möglich sind, allen Menschen zur Verfügung stehen. Die Vernetzung der spirituellen Zentren ist somit ein ganz wesentlicher Aspekt, damit das Bewusstsein der Menschheit und auch die spirituelle Entwicklung der Menschheit massiv gefördert werden kann. Und wenn das geschafft ist, ist einer der wesentlichsten Bereiche überhaupt des gesamten Themas bereits geschafft. Die Liebe zurückzubringen in unser Leben, weil Einheit, alle zusammenwirken, Allgemeingut, das alles allen gehört, das ist der Grundgedanke, der göttliche Grundgedanke. Vergleichen Sie nur mal die Sterne am Nachthimmel, wenn es da hinausschaut, was mit ihr sehen könnt. Wer hat die wohl geschaffen? Darüber kann man lang diskutieren. Die nächste Frage ist, wer hat sie bezahlt? Und vor allem womit? Ich darf euch garantieren, die hat niemand bezahlt. Die wurden aus Liebe geschaffen. Und alles, was ihr hier tut und was wir hier gemeinsam zu vollbringen versuchen, ist aus dem Herzen entstanden. Und das Herz soll uns immer wieder leiten. Das ist das Zentrum unserer Spiritualität, das Zentrum unserer Göttlichkeit. Auf das zu hören, dann haben wir schon vieles geschaffen. Ich möchte jetzt noch zu einem wichtigen Thema kommen, woran ich seit geraumer Zeit forsche. Da geht es um das Bewusstsein und seine Entwicklung und wie es funktioniert im Allgemeinen. Ich durfte in den letzten Jahren herausfinden, wie wir Menschen funktionieren, wie unser Bewusstsein funktioniert, wie all das, oder welches die Grundlagen dafür sind, dass unsere Welt so ist, wie sie eben ist. Da habe ich entdeckt, dass es eine Grundprogrammierung in uns allen gibt, ähnlich der Programmierung eines Computers, ein Programm, das geschrieben wurde, das immer wieder zu den gleichen Ergebnissen führt. Und erst durch das Hinterfragen der verschiedenen Erlebnisse entwickelt sich dieses Programm langsam weiter. Ich glaube, das menschliche Bewusstsein ist langsam und es ist aufgebaut auf Erfahrungen. Wir leben derzeit ein Grundprinzip, das heißt Lernen durch schmerzhafte Erfahrung, weil sehr viele unserer Erfahrungen uns einfach schmerzen. Dadurch haben viele Menschen den Mut verloren, neue Projekte anzugehen, sich entsprechend auf Neues zu konzentrieren, weil sie eben fürchten, wiederum schmerzhafte Erfahrungen machen zu müssen. Allerdings gibt es Möglichkeiten. Ich habe herausgefunden, welche Programme in uns geschrieben wurden zu Zeitpunkt unserer Erschaffung. Viele, viele, zigtausende Jahre sind diese Programme alt.
und in uns allen sind sie abgelegt. Und diese Programme sind jetzt bekannt. Und auch eine Technik dazu, diese Programme ganz, ganz schnell zu verändern. Wir sind in der Lage, unser Bewusstsein neu zu programmieren, uns auf das Grundprinzip der Einheit und das höchste Wohl aller einzustellen. Diese Programmierung ist innerhalb kürzester Zeit für jeden Menschen problemlos machbar. Man braucht dazu kein besonderes Wissen, alles ist da. Diese Möglichkeiten habe ich entsprechend verarbeitet in einem Buch, das in Kürze erscheinen wird. Und das Schöne daran, wir können dadurch zurückkehren eintreten in eine völlig neue Art des Erfahrens. Es geht nicht mehr um die schmerzhafte Erfahrung, sondern es geht um das Lernen durch geistige Erkenntnis. Das ist ein gravierender Unterschied zwischen der ursprünglichen Form des Lernens und dadurch wird es ein sehr bewusstes Lernen. Eben durch Erkenntnis und nicht es einfach irgendwo nur erspüren zu müssen. Ausgangspunkt ist das Spiegelgesetz, das vielen von euch vertraut sein wird. Alles, was im Außen passiert, ist ein Spiegel unseres Innenlebens. Und ich betone absolut alles. Es gibt keine Ausnahme. Und auf diesem Prinzip aufbauend können wir dieses Spiegelgesetz für uns nutzen lernen und die Programme aufspüren, die zu diesen schmerzhaften Erfahrungen geführt haben. Und diese Programme transformieren und dadurch frei werden für dieses neue, wundervolle Leben, das zugleich auch Liebe, Glückseligkeit und Fülle bedeutet. All das ist möglich, weil alles, was nicht dem entspricht, ist immer auf Basis anderer Programme, die das verhindern. Wir haben viele dieser Programme in uns, aber sie sind bekannt. Wir können sie aus der Welt schaffen. Es geht schnell. Das Buch nennt sich Programmcode Lebenslust und Liebe. Erscheint Ende März dieses Jahres bereits, also in sehr kurzer Zeit. Und es wird ein wichtiger Bestandteil der Bewusstseinsarbeit in Zukunft generell für uns alle sein, dieses und vieles anderes spirituelles Wissen zu den Menschen zu bringen und weiter zu forschen. Das, was ich hier entdecken durfte, ist auch nur erst ein Anfang von unvorstellbar großen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Es entsteht daraus auch ein völlig neuer Berufszweig. Ich nenne sie Transformationscoaches. Menschen, die wissen, wie sie an diese Programme herankommen, die anderen helfen können, wie sie diese Programme erkennen und transformieren. Ein Berufszweig, der ganz, ganz viele Menschen noch entsprechend mit Freude erfüllen wird. Viele werden das ausfüllen. Ich habe bereits begonnen, spirituelle Transformationscoaches auszubilden und die Resonanz ist unglaublich. Es wird eine große Freude sein zu sehen, wie sich ganz schnell ganz viele Transformationscoaches entwickeln, die dazu beitragen, dass das Bewusstsein der Menschheit ganz, ganz schnell in großen Schritten nach oben gehen kann. Der Normalzustand eines Menschen ist gesund und glücklich. Alles, was dem entgegensteht, ist zurückzuführen auf innere, unbewusste Programme. Das Leben ist spannend. Das Leben ist umfangreich. Und wir haben einen Planeten, ich nenne ihn den Schulungsplaneten. Wir haben göttliche Fähigkeiten in uns, wir haben schöpferische Macht in uns. Die ist allerdings unterdrückt. Dafür sind auch wieder viele dieser Programme verantwortlich. Wenn wir die aus uns, aus unserem Innersten heraus transformieren, sie in Liebe und Schöpfermacht entsprechend transformieren, dann ist dieses Leben komplett änderbar. Nicht nur das Einzelne, sondern auch das Kollektiv. Wir stehen hier quasi am Beginn einer Bewegung und ihr seid für mich ein wirklich wunderbares Beispiel, wo man sehen kann, es gibt die Menschen, die gerne bereit sind, für diese neue Welt zu arbeiten, die bereit sind, für das höchste Wohl zu wirken, in welcher Form auch immer, jeder auf seine Art und Weise. Die Möglichkeiten sind unzählig. Wichtig ist nur, dass wir es tun. Und dass ihr heute alle hier seid, erfüllt mich im Herzen mit Freude. Dass es Bewegungen wie diese gibt, ist ein grandioser Erfolg einer Bewusstseinsentwicklung, die über lange, lange Zeit gegangen ist, aber auch entsprechend durch großartige Menschen, die solche Initiativen setzen, beschleunigt wurden. Und um einen weiteren Verstärker und einen weiteren Beschleuniger im Bewusstsein und im spirituellen Bereich zu setzen,
Das ist jetzt mitunter auch eure Aufgabe. Wie der Einzelne das machen kann, das muss jedem Einzelnen überlassen bleiben. Dass ihr es tun werdet, weiß ich, weil sonst wärt ihr heute nicht hier. Ich für meinen Teil habe bereits entsprechend viele Dinge herausfinden dürfen, aber auch ich bin erst am Anfang von noch ganz großartigen neuen Dingen, die meine Zukunft entsprechend beherrschen werden. Ich werde euch wieder und wieder berichten. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich, dass ihr zusammenwirken möchtet. Ich wünsche euch für den Verlauf eures weiteren Kongresses sehr viele neue Erkenntnisse und sehr viel Freude am gemeinsamen Wirken. Ich danke euch von Herzen und verabschiede mich für heute. Danke und auf Wiedersehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Christoph Fasching. Und jetzt begrüßen wir Marion Probst.